This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend haben wir uns eingefunden zur nächsten, ich meine, das müsste jetzt die 14. Diskussionsrunde sein, weil wir haben nicht nach jeder Lesung eine Diskussion aufgenommen. Nach Romanismus und die Reformation, wir haben heute gerade den 4. Vortrag abgeschlossen und der war sehr emotional. Also wer den nicht geschaut hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Das sollte man gelesen haben, das sollte man gehört haben, das sollte man geschaut haben und das sollte man selbst studiert haben, worum es darum ging. Es gibt viele, viele Bücher, die sich mit dem Thema der Inquisition noch so viel tiefgehender beschäftigen, als Henry Gretton Guinness das getan hat. Aber es gibt wenig Autoren, die so ergreifend das schildern können, was Henry Gretton Guinness in diesem 4. Vortrag gemacht hat. Und deswegen gebe ich jetzt die Runde frei zur Diskussionsrunde heute Abend nach dem Lesen des Buches Romanismus und die Reformation, zur Diskussionsrunde derjenigen, die auf Skype hier anwesend sind. Bitteschön. Wie du schon sagst, auffühlend ist es schon, ja. Ich finde auch erstaunlich, dass mit der Folter des Wassers ist im Grunde ja wirklich nichts anderes als Waterboarding heutzutage. Ja. Nein, es ist nichts anderes. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Weißt du, das steht in der Bibel schon geschrieben. Ja? Ja. Sie geben einer alten Sache einen neuen Namen, aber es ist immer dasselbe. Deswegen sagt man ja auch, Geschichte wiederholt sich. Verstehst du? Aber weil die Leute Geschichte nicht kennen, erkennen sie auch nicht die Wiederholung und denken, das ist neu. Und es ist mit Waterboarding genau dasselbe. Und der amerikanische Präsident George W. Bush, wie hat der Waterboarding genannt? Enhanced Interrogation. Ja? Also erweiterte Unterfragung. Enhanced Interrogation nannte er das. Ja, genau. Ja? Und, ja. Hat das damit sophistisch und kasuistisch natürlich gut geheißen. Ne? Ja.
Naja, was will denn im Prinzip von solchen Menschen noch anders kommen? Ja, schauen wir mal. Ja, also die Foltermethoden nach wie vor, ich habe es also vorhin schon gesagt, das hat sich ja so wie eine rote Linie bis heute durchgezogen und bis heute ist ja nicht Schluss damit. Wie gesagt, der Vatikan hat seine Folteragenten überall auf der ganzen Welt, die geben sich dann eben Namen, ja, IS und Al-Qaida und wie sie alle heißen und ja, da wird dann einfach so, ich sag mal, unter einer falschen Flagge gefoltert, gemordet, ja, und dann werden irgendwelche Hetzjagden auf solche Leute abgelassen und dann geht es natürlich weiter, bis es halt, ich sag mal, in jedem Land dann zwei Parteien gibt, ja, wo man dann gemütlich dann auch einen Bürgerkrieg anzetteln kann. Es war immer das Gleiche. Ich zeig mal eben hier so ein paar Bilder, die ich von der Inquisition habe. Das hier zum Beispiel zeigt so ein Auto da Fe in Plaza de Major, also Bürgermeisterplatz in Madrid, 1680. Auto da Fe, das sind, seht ihr hier diese Pfeiler. Hier werden die Leute festgebunden und dann bei lebendigem Leibe, hier auf dieser Seite auch, bei lebendigem Leibe verbrannt. Und hier ist so gesagt das Tribunal, das Leute verurteilt. Und hier gibt es dann die Zuschauer, Brot und Spiele, wie damals ja. In Rom. Ja? Schlimm, echt, keine Ahnung. Das ist hier ein ähnliches Bild, das ist Auto da Fe aus Quemadero, also das, wo Henry Crittenden-Guinness gerade drüber gesprochen hat. Quemadero, das ist leider jetzt sehr klein, eine schlechte Auflösung, findet man vielleicht noch bessere Bilder. Aber das ist ein Bild von einem Auto da Fe in Quemadero, da, wo er brusttief in der Asche der Märtyrer gestanden ist, wie er gesagt hat in seinem Buch. Hier haben wir ein Bild, das ist natürlich in Spanisch, Frente a este lugar estuvo el Quemadero de la Inquisición, also das ist von Platz Quemadero, eine Erinnerungstafel an die Inquisition, die dort zwischen 1596 und 1771 stattgefunden hat. Hier sehen wir gepfählte Menschen, ja, die werden lebendig aufgespießt und dann ihrem Schicksal überlassen. Ja, und heute brüsten sie sich damit. Sie haben sich immer damit gebrüstet. Das ist so blasphemisch. Oh, schlimm ist das, ja. Das hier. Sie brüsten sich ja damit, weil sie im Prinzip das ja auch auf die falsch auslegen. Stellt euch das hier angeblich vor. Stellt euch das hier vor. Ein Bulle aus Metall, unter dem ein Feuer angesteckt wird und du wirst in die Seitenlücke reingebracht und deine Schreie entweichen durch den Mund und geben ein furchtbar lautes Gröhlen wieder. Das wird dann verstärkt durch den Hohlkörper und durch das hier. Das war eine der nicht Foltermethoden, das ist bereits eine Tötungsmethode. Ob man dann hinterher das Fleisch von diesen Menschen auch gegessen hat, dazu äußere ich mich jetzt nicht. Sonst werde ich hier noch als Katholenhetzer angemacht. Stellt euch das hier mal vor. Man wird mit seinem ganzen Körpergewicht auf einer bestimmten Stelle seines Körpers da drauf niedergelassen. Ich habe das Ding in Rüdesheim in echt gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch Rüdesheim kennt. In Deutschland, im Rheingau, gegenüber von Mainz. Da gibt es ein Foltermuseum. Die meisten kennen Rüdesheim vielleicht von Scharlachberg, Meisterbrand oder wie der heißt da. Dieser Cognac, dieser deutsche Weinbrand. Aber da gibt es ein Foltermuseum. Und als ich mir damals deutsche Weine verkauft habe, Jakob Gerhard, die Firma war da in Nierstein, hat da 30 Kilometer von weg gesessen, habe einen Ausflug gemacht nach Rüdesheim und während sich jeder nur überall besoffen hat, bin ich in dieses Foltermuseum gegangen. Obwohl ich damals noch lange, lange, lange kein Christ war. Ich spreche also von Ende der 90er Jahre oder Anfang der 2000er Jahre. Und da steht so ein Ding. Ich habe so eins tatsächlich leibhaftig gesehen. Ja, die stehen überall. Ich habe das in der Engelsburg gesehen. Ja. In Paris habe ich die gesehen. Diese Folterinstrumente, ja, wo die da draufgesetzt wurden und dann wurden ja den Opfern ja auch noch Gewichte an den Füßen gehängt, damit sich die Spitze schön reinrammt. Hier sieht man ein bisschen das Waterboarding. Ja. Und hier wird mit Feuer gearbeitet, festgekettet mit Handschellen. Spanische Stiefel. Nee, spanische Stiefel ist was anderes. Die sind dafür da, um die Unterbeine zu brechen. Da habe ich auch Bilder von. Das sind nicht die spanischen Stiefel. Hier wird Feuer unter deinen Füßen gemacht und werden dir die Füße verbrannt. Ja, gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Ja. Hier haben wir nochmal das Squashation, was
Henry Grettengenis da gerade genannt hat. Ja, genau. Das ist hier eine Nachbildung aus dem Wachsfigurenkabinett, also das wird mit Wachsfiguren nachgestellt. Mhm. Hier eine Vierteilung bei lebendigem Leibe. Aber eben, du hast auch was Interessantes noch erwähnt, die Ärzte und die Chirurgen, die mussten ja auch dabei sein. Ja. Und ich das fand ich auch ein interessanter Punkt, ja. Das ich habe es ja stückweise aus eigener Erfahrung erlebt, was das heißt, den Ärzten unterworfen zu sein. Ich hatte ja zweimal jetzt Krebs in 2 Jahren. Und nach einer schweren Operation wurden mir die Rippen entfernt etc. Und ich wurde wach ohne Narkosiummittel nach der Operation. Und das war für mich auch Folter. Ich hab geschrien wie am Spieß. Und ich bin ja nicht der einzige Patient. Andere Patienten sterben. Ich wurde dann wieder wach in der Intensivstation. Ich hab's schon mal in der Runde erzählt. Und dort kam auch eine Krankenschwester. Und die wollte mich mit Medikamenten, ich sag's jetzt mal, sie wollte mich auf Deutsch gesagt mit Medikamenten, so habe ich es erlebt, umbringen. Ich habe in ihre Augen geschaut und sah den Teufel. Und das ist ja es werden ja viele, ja auch in der heutigen Zeit in den Spitälern kommen so viele Menschen auch um, es werden Gliedmassen abgenommen von falschen Orten oder von falschen Patienten. Es ist auch ein Ort des Satans zum Teil, wo regiert. Und wenn du wirklich nicht immer den heiligen Schutz oder die Bewahrung von Gott erlebst, dann kommst du unter die Räder. Ja, das ist eine Diskussion, die kann man im Grunde erweitern auf den Organhandel. Ja, die geht weiter, ja. Wenn man sich da klar ein wenig mit beschäftigt, dann versteht man, dass Organe nur einem lebenden Körper entnommen werden können. Und sie erfinden dafür die Lüge des Gehirntodes. Ja. Meine lieben Brüder und Schwestern, falls ihr euch noch nie mit dem Thema beschäftigt habt, gebt niemals Zustimmung zu einer Organspende. Man schlachtet euch bei lebendigem Leibe ohne Betäubung aus. Punkt. Ja, da bist du mir zuvor gekommen, das wollte ich eben auch noch anführen, dass viele Sachen in Krankenhäusern wohl mehr rituelle Folter und Mord ist, als wir uns das vorstellen können. Die ganze Organentnahme ist dabei ein großer Bereich, denn denke ich, ein großer Bereich, die vollkommen sinnlosen Operationen, davon abgesehen, dass er einige Leute noch gut fett macht, dass er schön dran verdient. Aber auch die Schmerzen, die den Leuten zugefügt werden und die nicht mehr gut zu machenden Schäden, denk mal da an Meniskusoperationen oder ähnliches. Denn die ganzen Sachen mit den angeblich unheilbaren und schlimmen Krebserkrankungen, wo der Mensch so lange vergiftet wird, bis der Körper ganz aufhebt und diverse andere Dinge, Abtreibung und ähnliches, was alles Folter ist und an anderen Namen. Und dann nutzt man natürlich auch die Techniken, die heute zur Verfügung stehen. Da haben wir dann die sogenannte weiße Folter mit Mikrowellenstrahlen, mit Infraschall von Windrädern. Nein, stopp. Unser 5G-Netz und so weiter. Stopp. Ja? Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich habe ja gesagt, dass ich in der Intensivstation wach wurde. Ich hatte einen Halskatheter. Aber wenn du jetzt das so aussprichst, wegen dem Unterschrift für Organspende. Ich hatte ja vor der Operation auch ein Formular ausgefüllt, das nennt man Patientenverfügung, für was der Patient alles unterschreiben muss. Und da unterschrieb ich auch für die Freigabe meiner Körperteile für Organspende. Dann wirst du doch wirtschaftlich interessant, dann ist doch deine Ausweitung ein Geschäftsfaktor.
dann macht das auch einen Sinn, dass eine Krankenschwester hereinkommt, obwohl ich einen Halskatheter am Hals zu stecken habe, wo die Medikamente eingebracht werden, und die kommt mit einer Handvoll Tabletten und will die mir in den Mund stopfen. Und ich verweigere. Und ich schrie um mein Leben, bis Personen dann in dieses Zimmer kamen. Aber es macht jetzt für mich auch einen Sinn, warum dass sie das gemacht hat. Ist vielleicht hypothetisch, aber es macht für mich vielleicht Sinn. Ein wenig weiterführend möchte ich da eben zu sagen, was diese Organspende angeht. Mittlerweile ist es ja in Europa so, in unserer tollen Europäischen Union, dass ein jeder, der nicht ausdrücklich sagt, dass er nicht Organe spenden will, automatisch Organspender wird. Deutschland ist eins der wenigen Länder, wo das noch nicht zugepasst wird, wo sie jetzt auch das Gesetz ändern wollen und sagen wollen, nur wenn du ausdrücklich vorher bekannt gibst, keine Organe spenden zu wollen, dann nicht. Ansonsten werden von jedem die Organe entnommen. Ja, da muss ja, aber jemand haben, der sich darum kümmert und rechtzeitig neben deinem Bett steht. Also Entschuldigung, in Deutschland ist es mittlerweile schon soweit. Da ist es schon durchgezogen und Gesetz, nur zur Korrektur. Und dazu gibt es also extra Formulare, die man sich online runterladen kann, die man ausfüllen muss und seiner Krankenkasse schickt, ja, wenn du nicht Organe spenden willst. Ich dachte, die Diskussion war, das Gesetz noch einzuführen. Dann ist das inzwischen passiert. Ich war da nicht ist ganz durch. Toll. Ist aber noch nicht so lang, oder, Jasmin? Nee, ist. Weil ich hab da letztens was von gehört und du weißt, ich gucke kein Fern, ich verfolge solche Dinge nicht. Also von daher, dann ist es an mir vorbei, dass es inzwischen durch ist. Aber mein letzter Wissensstand war, dass Deutschland halt noch eins der wenigen Länder war, wo es nicht so ist. Ich habe hier in Belgien so ein Papier einfüllen müssen und musste so einen kleinen Wisch hinten auf meinen Personalausweis mit draufkleben, wo ich ganz deutlich mit zu kennen gebe, meine Organe nicht. Weißt du, mir ist das Wurst, was sie mit meinem Körper machen, wenn ich tot bin. Aber bitte erst, wenn ich tot bin. Ja? Wenn ich tot bin, dann können sie mit dem Körper machen, was sie wollen. Tot und nicht klinisch tot. Sondern richtig tot. Richtig tot, ja. Und zwar so tot, wie in der Bibel geschrieben, schlafend. Ja? Wenn ich nach der Bibel meinen ewigen Schlaf habe, bis zur Auferstehung, dann können sie mit meinem sündigen Körper hier machen, was sie wollen. Ja? Können Sie Weihnachten mit feiern? Können Sie grillen? Können Sie machen, was Sie wollen? Interessiert mich herzlich wenig. Weil dieses Sündige muss die Unsündigkeit anlegen. Dieses Verderbliche muss die Unverderbtheit anlegen. Dieses Sterbliche muss die Ewigkeit anlegen. Dafür muss diese Hülle wegfallen von uns. Da habe ich kein Problem mit. Wenn ich denn tot bin und nicht irgendwie hirntot oder sonst wie von irgendeinem Doktor, der mit Pharmakeia, mit Zauberei arbeitet, um mich auszuweiden, wie man das mit Tieren auch gerne macht. Ja, Pharmakeia, wie du schon sagst. Ja. Schlimm genug, dass man es mit Tieren macht. Ja? Leider, mit Menschen, und mit Menschen, die haben überhaupt kein Problem damit. Und wenn wir jetzt anfangen, über das Thema Abtreibung zu sprechen, nein, auf das Gebiet begebe ich mich noch nicht mal. Da ist die Sendezeit nicht lang genug für. Da kannst du Tage drüber diskutieren. Planned Parenthood, die Videos, die rausgekommen sind in den Vereinigten Staaten von Amerika, der Handel mit Fötussen, also mit Föten, ja, mit abgetriebenen Föten oder mit nur Körperteilen von Föten oder Organen von Föten. Also entschuldige bitte, nee, da begebe ich mich echt nicht drauf, da wird mir noch schlechter als vorhin bei der Lesung. Aber bitte, ich gebe das an euch. Das ist ja eine Diskussionsrunde für jeden. Und ihr habt aber ja heute mal richtig schön Interesse. Es ist ja eine richtig lebendige Runde. Wofür meinen Dank. Ich denke mal, es liegt auch an dem Leid. Ne? Du hast jetzt gerade was angesprochen, wo es bei dir Feierabend ist. Ich habe vorhin wirklich, und ich gucke da teilweise eben nicht hin. Und ich habe mir schon genug reingezogen. Es ist ja eine Sache, vielleicht so einen bekloppten Horrorfilm zu gucken oder irgend so einen Dreck. Aber gerade wenn man vor allen Dingen, wie eben von Florian, auch noch was aus erster Hand hört, keiner von uns zweifelt daran, wie, was da im Hintergrund wirklich läuft. Und wer seine Finger im Spiel hat. Und je nachdem, was man erlebt hat, ist ja bei jedem irgendwo die Grenze, wo die Fantasie dann wirklich schon diese psychosomatische körperlichen Leiden hervorruft. Ne? Und zum Teil muss man sich auch wirklich davor schützen. Wenn sich ein Mensch auch nur versucht, das Leid, was hier auf der Erde so geschieht, ähnlich wie Gottes erfassen kann, als nur andersweise vorzustellen, dann stirbt er einen Hirntod oder einen Herzstillstand. Ich weiß es nicht. Also man kann es eben wirklich nur bis zu einer gewissen Grenze zulassen und auch durchsprechen. Es ist halt irgendwo Feierabend, weil man es eigentlich
nicht mehr im Kopf ertragen kann. Ne? Also von daher, ich kann mir auch nur begrenzt dann Bilder angucken oder auch wirklich dann so zuhören, weil irgendwann, also als erstes fängt man an zu flennen irgendwann. Da ist auch nicht mehr viel. In Bezug zu den Unikliniken kann ich vielleicht etwas dazu beitragen, weil ich ja jahrelang in der Klinik gearbeitet habe. Ja, es ist in der Tat so, dass die Chirurgen selber nichts zu entscheiden haben, sondern da wird die Entscheidung zu einer OP immer von der leitenden, Abteilungskraft, also irgendeinem Professor, der diese Abteilung leitet in der Klinik, wird entschieden. Das heißt, er selber ist zwar kein Chirurg, ja, macht auch keine OPs, unterhält sich natürlich mit den Chirurgen. Und ich kannte viele Chirurgen, die gesagt haben, eine OP bei diesen Patienten lohnt sich nicht mehr. Ja, aber es geht hier ums Geld. Ja, und wir hatten einen Klinikleiter, der gesagt hat, das muss operiert werden und das. Ja, scheiß doch drauf, wenn die Leute, wenn es denen hinterher schlechter geht wie vorher. Ja, aber wir müssen euch bezahlen, liebe Ärzte. Ja, das, so hat er das immer durchgedrückt. Und die Chirurgen haben immer nur gesagt, wisst ihr was? Ja, irgendwann mal, ne, kommt der Tag, wo sich das alles mal rächt. Ja, aber wir müssen machen, was der Chef sagt. Ansonsten sind wir draußen und können auch nirgendwo anders mehr einen Job bekommen. Das ich habe so. Doch nur meine Pflicht getan. Ja, das genau. Ist ein Thema, das kam heute Nachmittag in unserer Lesung auf. Ich habe heute Nachmittag mit Michael und Brett eine Lesung gemacht im Buch der Apostelgeschichte. Ich habe doch nur meine Pflicht getan, sagen die Leute dann. Das ist mein Job. Sie tun ihre Pflicht schon, sag ich mal, auf der einen Seite, auf der anderen Adolf Seite. Adolf Eichmann hat auch nur seine Pflicht getan. Die machen auch nicht alles, sag ich mal, was von oben herab entschieden wird. Nur so viel dazu. Es gibt genügend, die sich nicht weigern, sondern die halt immer, ich sag mal, obligatorisch irgendwas im OP machen. Ja, aber nicht das, was der Professor eigentlich angeordnet hat. Aber das merkt er gar nicht. Ja, da wird irgendwie im Prinzip gar nichts gemacht, ne? Und dem Patienten zuliebe. Aber wenn das rauskommt, war es das dann eben. Da ist aber dann der Heilige Geist mal mit eingeschwungen. Ansonsten ist es ja wirklich. Ach so. Ja, also wie gesagt, die besseren Ärzte, das sind die Chirurgen, die nichts zu entscheiden haben, sondern die einfach ja den Blödmann-Job machen müssen. Und an denen wirkt er halt eben auch, ne? Die oben entscheiden, von Satan geleitet, und unten der Ausführende wird oft doch vom Heiligen Geist, der entscheidet sich dann anders und macht das Gute und hört einfach nicht hin. Das kann ja keiner überprüfen, seine Verantwortung, und er wird geschützt. Und zu wem das System gehört übrigens, ne? Da reicht ein Blick auf ein jedes Kassenrezept, ne? Da findet sich auf jedem Kassenrezept unten links die Zahl 666, ne? Und das schon seit immer übrigens, ja? Das ist also auch, wenn man da mal nachforscht, wo das eigentlich herkommt, da wissen selbst die Apothekenkommission, die diese Blanko-Schreiben rausgibt, wo auch die 666 schon drauf ist, ja, auf diesen Kassenrezepten, selbst die wissen gar nicht mehr, wieso das jetzt eigentlich die 666 ist, aber das wäre schon immer so, und also das geht zurück auf, wäre wohl irgendwie was von den USA, was uns mal vorgegeben wurde. Also wir wissen ja eigentlich schon, wo es herkommt, denke ich mal. Das ist ja irgendein Kirchentypi oder so, das so den da mitgegeben hat. Auf jeden Fall findet sich auf jedem Kassenrezept die Zahl des Tieres. Ja. Und nicht umsonst sind die Scheine gelb. Ja, das kommt noch dazu, denke ich mal. Ne? Wieso meinst du? Inzigen? Oder rot halt, ne? Ja. Das kommt drauf an, wenn du privat versichert bist, sind sie weiß. Und wenn du ganz normal krankenkassenversichert bist, ja, dann sind sie rot-weiß. Ich hatte da mal die Studie jetzt gemacht letztens, hatte ich mich mal selber sehr mit auseinandergesetzt, ne? Mit Offenbarung 13, 17 ist das ja, um genau zu sein, ne? Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Und neben den Überweisungsträgern oder neben den Rezeptschreiben, ja, die man immer von der Arztpraxis bekommt, wo unten die 666 draufsteht, ja, wo eigentlich keiner weiß, warum es denn ausgerechnet die 666 ist,
ist mir da auch so aufgefallen, dass jeder Barcode die Zahl 666 in sich trägt. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Produkt nehmt, was um euch rum gerade steht und ihr schaut mal auf den Barcode, dann fällt einem auf, dass jeder Barcode mit zwei leeren Strichen beginnt, ja, mit zwei leeren Strichen endet und in der Mitte ist auch nochmal so zwei leere Striche, die also nicht benannt werden. Allerdings ist die Zahl von zwei dünnen Strichen ist die 6 in dem Barcode. Ja, also hat jeder Barcode, ganz egal was für einen Artikel wir uns irgendwie kaufen, immer die Zahl 666 mit in sich. Ja, also es ist wieder mal irgendwie eine Bewahrheitung der Offenbarung an sich. Weil im Grunde genommen können wir heutzutage nichts kaufen oder verkaufen, was diese Zahl automatisch mit auf sich trägt, sage ich mal. Ne? Weil überall diese 666 immer mit drin ist oder mit drauf ist. Ne? Und das ist schon fast unheimlich, möchte ich sagen. Ne? Gerade das natürlich auch im Gesundheitswesen, das so allumfassend ist, wo wir ja auch wissen, dass Pharmakei ja eigentlich Zauberei heißt. Und auf der anderen Seite halt mit den Artikeln, die wir kaufen und verkaufen wollen. Ja, aber das ist wohl erst die Einführung, das mit dem Zahlencode. Das ist ja, ich hatte noch vor, als ich angefangen habe im Verkauf, da habe ich noch keinen Strichcode gehabt, obwohl es schon Artikel gab. Aber ich habe sie noch per Hand verkauft und die Rechnung per Hand geschrieben. Das ist noch nicht so alt auf jeden Fall. Ja, ja, das. Und das ist ja auch alles eine Einführung. Wo ich jetzt wieder zurück möchte kommen auf die Lesung, ist auch mit den Masken, die Jörg da vorgelesen hat, mit dem Henker, dass er die schwarze Kapuze trägt und sich versteckt hinter angsteinflößenden Kostümen oder Gewänder, Priestergewände. Ich nehme an, das hat auch irgendwie babylonischen Hintergrund. Ich kann ja sonst auch noch ein Video hineinstellen, das ist eigentlich recht aktuell. Da schüttelt man sich auch den Kopf. Ich gebe da auch noch die Zeitminute an, aber ich denke, wenn Gott jemand richtet und verurteilt oder züchtigt, dann versteckt er sich nicht hinter einer Maske, sondern Er will sich ja zu erkennen geben, wer er ist. Und das ist für mich auch so scheinheilig von dieser Institution. Das ist so satanisch und so falsch. Ja, so falsch. Das ist alles falsch, ne? Wie gesagt, ja. Scheinheilig. Der Geldschein ist auch nur der Schein. Scheinheilig trifft es ganz gut, ja. Aber eine geschichtliche Frage hätte ich da nochmal. Wann hat sich der erste Papst krönen lassen als praktisch unfehlbar, als Gott auf Erden? War das 406? Der erste Papst, der unfehlbar verklärt wurde, das kann ja erst gewesen sein bei dem Vatikanischen Konzil von 1870, wo die Unfehlbarkeit des Papstes römisch-katholisches Dogma im kanonischen Recht gemacht wurde. Und damit ist das Pius der IX. Und der erste von Amts wegen dann sein Nachfolger Leo der 13. Nee, ich meinte jetzt, wann er den Gottstatus angenommen hat. 606, das hatten wir doch 606 besprochen. Ich weiß nicht, ob du bei den früheren Lesungen schon von Anfang an mit bei warst, Colin. Ja, ich hatte das jetzt. Wir hatten die 1260 Jahre ja erklärt mit dem Schreiben von Gregorius, der ja Bischof von Rom war. Und der gesagt hat, dass derjenige, der den Titel universaler Bischof annimmt, ein Vorläufer des Antichristen ist. Und dass er einen Brief geschrieben hat an Kaiser Mauritius, den Vorgänger von Phokas, und dass Phokas im Jahre 606, zum Ende des Jahres 606, zu einem Beginn des Jahres 607 hin, den Papst, also den römischen Bischof Bonifaz III., die spirituelle Macht verliehen hat über die West- wie auch über die Ostkirche. Damit der Pontifex Maximus ist und damit der erste universale Bischof. Das müsste deine Frage ungefähr beantworten. Das ist in den ersten Romanismus und Reformation dabei. Mir war irgendwie jetzt wie 406 und da kam ich in Konflikt mit 410 Alarich.
Weil der hätte das ja gleich zunichte gemacht. Nein, da war noch gar nichts. Und dann halt die normale Lehre ist ja 538, wo der General da in Rom eindringt und den Papst beschützt vor den Ostrogoten oder was das da ist. Ich kriege das jetzt geschichtlich auch nicht mehr alle mal zusammen. Und der eben dem Papst, also dem römischen Bischof, halt die Macht gibt. Aber das war halt nur die westliche Macht, weil der Kaiser war damals ja schon in Konstantinopel. Und Phokas hat dann eben aus Konstantinopel dem Bischof von Konstantinopel die Macht entzogen und dem seine spirituelle Macht übertragen, dem westlichen Bischof, das ist Bonifaz der Dritte, in 606, 607. Und damit wurde er der erste Papst. Alle Päpste davor waren keine Päpste, sondern lediglich Bischöfe von Rom. Aber das gibt Rom natürlich nicht zu, weil sie lehren ja ihre falsche Geschichte der apostolischen Sukzession, also der apostolischen Nachfolge, von Petrus bis zum heutigen Papst. Was Quatsch ist, weil Petrus war nie in Rom und Petrus war nie Papst. Also von daher. Ja, Simon, der Zauberer. Richtig. Der Petrus, ja. Auf den kannst du dich berufen. Auf den Peter. Ja. Absolut. Oder wie Tapasorsi sagt in Herrscher des Bösen, Kain, der Erstgeborene von Adam und Eva, der erstgeborene Mensch auf dieser Welt, der Wissen hat von Gut und Böse. Und Peter heißt eben der Erstgeborene. Und in dem Fall wäre Kain derjenige, auf den die römisch-katholische Kirche sich bezieht, als apostolische Nachfolge. Wenn man Geschichte kennt, gar nicht so verkehrt. Also ich habe noch etwas zu bemerken betreffend der Inquisition. Es gibt ja, also ich denke, wir sind im Großen und Ganzen ja traumatisiert worden, besonders die Leute in dieser Zeit. Und es gibt ja Wörter, die haben wir heute noch in Gebrauch, mit denen wir unsere Kinder drohen können. Ich mache dir Feuer unter dem Arsch oder solche Sachen. Das kommt ja alles von dieser Zeit her. Das ist so tief ins Fleisch hineinge... Wie soll ich sagen? Dieses Entsetzen ist so tief in unseren Knochen drinnen. Ist, Wir haben auch einige Sprüche aus der Bibel, die heute immer noch prägend sind. Zum Beispiel kann man einem Kind mal sagen, das sich nicht ordentlich getragen hat, ich werde dir mal die Leviten lesen. Ja. Wo kommt das denn her? Levitikus, das Priestervolk von Israel. Ne? Das ist die andere Seite. Ja. Das ist schon erschreckend. Schon unheimlich. Wer Englisch kann, der sollte mal das Buch lesen von James Edgar Wiley, History of Protestantism. Das sind drei Bänder aus den 1870er Jahren oder so. Ich glaube, es ist in dem Buch mit der Geschichte über die Waldenser und so, wo es vorkommt, wo ich glaube, Napoleon in Spanien einmarschiert und diese in so ein Kloster gehen und da vermuten, dass da Inquisition ist und die Mönche sagen, nö, hier Inquisition, nö, ist nicht. Und die durchsuchen alles und finden mal nichts, bis einem dann auffällt, dass in diesem einen Büro, in dem sie sind, der Gang leicht abfällig ist zu der einen Seite hin. Und dann nehmen sie Wasser und fluten den ganzen Raum und das Wasser fließt einfach weg. Also ist da irgendwo ein Hohlraum oder ein Raum unten drunter, der nicht so zugänglich ist. Und dann bekommen sie Zugang dazu. Und dann gehen die französischen Soldaten von Napoleon in diese geheimen Kammern unter diesem Haus und holen da Leute raus, die teilweise jahrelang in vollständiger Dunkelheit da unten gefangen gehalten wurden, die jahrelang gefoltert wurden, denen Gliedmaßen abgetrennt wurden, die auf schrecklichste Art und Weise gefoltert wurden und die erstmal überhaupt nicht ans Licht konnten, weil wenn du jahrelang im Dunkeln gesessen hast, aber ich meine wirklich Dunkeln,
dann kannst du nicht so mal eben an das Licht kommen. Und es gibt geschichtliche Bücher, die berichten darüber. Das sind Zeitgeschichten. Das ist wirklich echt passierte Geschichte. Ich sage, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, dann braucht man keine Horrorfilme mehr schauen. Oder zum Beispiel mal das Buch lesen von John Fox, Fox's Book of Martyrs. Ja, das im Englischen der Originaltitel ist Acts and Monuments. Und das gibt es aber in einer verkürzten Version, glaube ich, auch auf Deutsch. Dann ist es etwas über 600 Seiten und das ist verkürzt. Das Originalwerk ist viel größer. Solche Sachen sollte man mal lesen. Und wie gesagt, deswegen lese ich ja von Lear Geschichte der Inquisition im Mittelalter in 3 Bänden. Da kommen auch viele von diesen Dingen vor. Ich bin so weit noch nicht. Ich bin ja erst auf Seite 270, aber noch 1600 Seiten vor mir. Aber wir kommen da. Wir kommen da. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann seht zu, dass ihr die Lesung von mir nicht verpasst. Ich werde das spätestens Anfang nächsten Jahres hochladen. 2019, ne, hat sie gesagt, ja. Ja. Ja, das ist ja jetzt nur noch wenige Wochen weg. Das stimmt. Und ich werde auch mehr Gebrauch machen ab Mitte Februar von meinem Kanal, auf dem ich im Augenblick das tägliche Seelenbrot hochlade. Weil das tägliche Seelenbrot lade ich zum letzten Mal am 14. Februar hoch, weil ich dieses Jahr am 15. Februar die erste Lesung davon gemacht habe. Das war so die Zeit, wo ich das Buch bekommen hatte. Und dann ist halt ein ganzes Jahr rum und dann ist halt tägliche Seelenbrot vorbei. Und dann kann ich den Kanal für andere Sachen nutzen und dann werde ich da auch solche Dinge hochladen. Also abonniert euch auf den Kanal vom täglichen Seelenbrot. Die Beschreibung oder der Link für den Kanal ist ja in der Beschreibungsbox auch dieses Videos der Diskussionsrunde dabei zu finden. Kann man ja finden. Aber genug Reklame in eigener Sache. Die Inquisition ist ein grauenvolles Thema. Und wie erfindungsreich der menschliche Geist ist, wenn es darum geht, andere Menschen zu quälen, ist einfach unvorstellbar. Ich habe vor Jahren einen Film gesehen, der mich so beeindruckt hat, dass ich ihn eigentlich nie wieder schauen wollte und ich habe mich bis jetzt auch noch nicht wieder getraut. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Marathon Man oder Marathon Man heißt er, glaube ich, auch deutsch ganz so übersetzt, mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Kennt einer von euch den Film? Ja, kenne ich ja. Der ist, glaube ich, aus den 70er Jahren, Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Der Zahnarzt. Ich weiß gar nicht mehr, worum der Film geht. Ich habe nur eine Sache behalten. Und das war, dass Dustin Hoffman da gefoltert wurde von einem Zahnarzt. Und ich hatte sowieso schon immer Schiss vom Zahnarzt. Nach dem Film habe ich mich jahrelang nicht mehr getraut, zum Zahnarzt zu gehen. Aber wenn man meint, dass man in dem Film fiese Dinge sieht, dann könnt ihr euch nicht vorstellen, wie erfindungsreich der menschliche Geist ist, wenn es darum geht, andere Menschen zu foltern und zu töten. Und die Inquisition hat das gut gezeigt, damals. Und wenn wir sehen, welche Instrumente sie vor 4, 5, 6, 7, 8, 900 Jahren gebraucht haben, um die Menschen zu foltern, dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, mit dem technischen Vorausgang, den wir gebucht haben die letzten paar hundert Jahre, welche Foltermethoden es heute alles gibt. Ich bin mir da ja nicht so sicher, ob der Geist immer vom Menschen kommt und nicht von anderer Seite. Denn es gibt ja auch Textstellen in der Schrift, wo drin steht, die sind vom Mutterleib aus schon schlecht, was die humanistische These über den Haufen wirft, dass der Mensch nur schlecht wird, weil seine Umstände widrig sind oder weil er schlimme Erfahrungen in der Kindheit hat oder ähnliches. Die Schrift sagte das Gegenteil. Genau, das sagst du. Ja, wir scheinen ziemlich am Ende unseres Lateins angelangt zu sein. Das Wichtigste ist anscheinend gesagt. Dann können wir auch hier diesen offiziellen Teil dieser Diskussionsrunde abrunden, zum Ende kommen und uns noch zum weiteren Chat treffen mit ausgeschalteter Kamera, was hier auch oftmals noch sehr lebhaft ist. Ich danke jedem der heute Anwesenden für seinen Beitrag. Und ganz besonders Florian, der vorhin sein Zeugnis abgelegt hat, da laufen mir jetzt noch die Schauer kalt den Rücken runter, wenn ich mir das vorstelle.
Dank dir, Bruder, dass du das mit uns geteilt hast. Und alles Gute auf deinem weiteren Weg und auch jedem anderen wünsche ich Gottes Segen und viel angenehmes Studium im Buch des Wortes Gottes in der Bibel. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.